Jungs, man muss sagen, bei euren Anzügen, da ist Verstand bei. Also bei den Anzügen jetzt, ne? Ganz. Nee, nee, also echt? Da sind ja Sachen möglich. So. Boah, guck mal, da kannst du Bewegungen machen, ne? Ja. Bewegungen, also ha, ja. Ne? Guck mal, ha, hey, ha, 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 ne? Super. Warum machen Männer solche Bewegungen? Weil sie es können. Und dann von innen alles voller Geheimtaschen. Das ist so toll, das eine Geheimtasche unter der anderen. Spitze. Wahnsinn, Spitze. Wahnsinn. Was schleppt ihr mit euch rum? Jungs, seid ihr ständig auf der Flucht oder was? Ha? Kommt dann diese typische Handbewegung, ne, vom Deutschen. Hab ich alles? Hab ich alles? Schatz, hast du meine Brille gesehen? Brille, warte mal, kleinen Moment, die hatte ich doch gerade noch. Wo hab ich denn? Warte mal, warten Sie mal, ich rufe Sie an. Das ist Ihnen dann, ich gebe Ihnen meine Karte. Ja, genau, ja? Ich gebe Ihnen auch meine Karte. Ich Moment, jetzt, ganz kurz, ja. Moment, ich gebe Ihnen meine Karte. Ganz kurz, ja. Ich hab doch mal die Bündchen. Ja. Gut, wissen Sie was? Ich mail Ihnen was. Ja, ja? Gut. Mhm, ja. Ist er beim Italiener Eingriff, ne? Ist er noch da? Aus. Ja. Ja, sicher. Ja, was ist er so? Das wissen Sie doch aus sogar in Frankreich schon, ne? Italien, Spanien. Die fassen sich dermaßen unbefangen und gucken dann, ob es auf richtigen oder ob es vielleicht. Ja, das hat der Deutsche nicht nötig. Der muss da nicht. Nee. Da ist, Nein, so nein, nicht. Nein, so meine ich das nicht. Ich meine, da kann nichts passieren. Da ist alles so, selbst die Hosen sind ja von innen doppelt vernippelt, ne? Das ist ein Sicherheitssystem. Das ist unglaublich. Kommt nichts rein, kommt nichts raus. Ja, das ist ja quasi Hochsicherheitstrakt beim Deutschen. Ja. Und das Schärfste, das haben wir aber auch erst 9. oder 10. Vorstellung gesehen. Moni, willst du mal gucken? Ich zeig mal eben, ne? Guck mal hier, da. Ihr gebt euren Anzügen Namen. So. Ne, ganz im Ernst. Auf der Seite, da zeige ich jetzt nicht, da steht drin, wer den genäht hat und warum der so teuer war. Aber hier steht der Name von dem Anzug. Meiner heißt Commander. Ja, das haben wir uns nicht ausgedacht. Nein. Guckt doch mal zu Hause in eure eigenen. Also meiner, was soll das? Commander. Guck mal. Bei uns Frauen steht da 60% Baumwolle. Ne? Das ist eine nützliche Information. Waschen oder reinigen, ne? Ihr schreibt euch da Commander rein. Ich verstehe das nicht. Kann mir das nur so erklären, der Mann geht morgens zur Arbeit, kriegt seine Sinnkrise. Was kann ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und dann ein Blick. Ja! Ha! Anders.